Heißt kaum zu dem Dead Show zu dem Team Wargear Fire Phoenix X11, dem Wargear, mit dem wir die letzte Fight auf My Planet gewonnen haben. So, wir beginnen jetzt einfach direkt mal mit dem Rundflug und kommen gleich mal zur Kanonenaufteilung. Das Wargear hat insgesamt 4 Luftstichs auf der unteren Ebene, 4 Loops auf der mittleren Ebene und 4 Backsteps auf der oberen Ebene. Es hat also insgesamt 12 Kanonen, ist nach dem Maple Planet Tier 2 Regelwerk erbaut und wir haben das Wargear in der letzten Feinheit benutzt. Außerdem hat das Wargear ein Massivschild, ein Sandschild und ein doppeltes Artischild. Ja, also das Wargear hat keine MGs, aber dafür halt, wie ihr gemerkt habt, schon enorm viele Schilder. Das werden wir auch gleich nochmal ausfahren. Ja, aber das war jetzt erstmal so der Rundflug und ich würde sagen, dann gehen wir wieder in den Game Mode 1 und wir begegnen uns dann das Wargear. Also, ihr seht jetzt aktuell auch hier keine Läufe, weil hier überall, wo Kies immer ist, sind die Läufe und die kann man torpen bzw. werden dann beim Schuss getorpt. So, hier außen seht ihr erstmal den einen Scheinwerfer mit dieser super Verkabelung, weil das Wargear ist nur ein Fight Wargear im Gegensatz zu den anderen. Also es ist wirklich auch nur Endstone drin und hat jetzt so die nötigste Funktion. Ja, hier haben wir erstmal einen super Freiluftalarm, den kann man hier sogar ein- und ausschalten. Hier, das ist der Sensor, der ist echt krass. Ja, hier kann man erstmal das Massivschild und das Sandschild einschalten, genauso wie das Artischild. Also hier kann man erstmal die meisten Schilder einschalten. Hier ist auch die super Glock gleich dabei. Ja, da haben wir hier oben noch einen Knopf, der ist für den Backstep-Schutz. Den habe ich ganz vergessen vorher zu erwähnen, das hat auch noch einen Backstep-Schutz. Ja, und mit diesem Hebel kann man die Läufe toppen. Die habt ihr ja schon vorne gesehen, die sind aus Kies. Ja, hier haben wir diesen super Ausguck. Wenn dieser Ausguck nicht krass ist, man sieht, boah, also wenn man da nicht viel sieht, weiß ich auch nicht weiter. Also das ist der super Ausguck. Und hier oben ist der Hebel für die super Freiluftscheinwerfer, den habt ihr ja vorne schon gesehen. Ja, und dann gehen wir mal hier ins Wargear rein. Hier, die Brücke kann man natürlich auch super abschotten. Genauso hier. So, und hier sind wir auf der unteren Ebene. Wie gesagt, das ist hier alles komplett Endstone, aber hier haben wir auch erstmal schon einen Weg nach oben. Und hier immer, wo rote Wolle ist, da kann man sich hinstellen, ohne dass man von den Kanonen Schaden bekommt. Okay, dann gehen wir hier weiter. Hier haben wir erstmal die erste Luftstich. Die haben auch wie in der 1.7, die haben mehrere Modis, können überall treffen. Ziemlich schnell zu beladen, auf jeden Fall ziemlich nice. Ja, haben wir hier einen weiteren Aufgang. Ja, hier hinten haben wir noch einmal, hier wo man keinen Damage bekommt, da haben wir die rote Wolle, die ist komplett notwendig. Ja, dann können wir hier weitergehen. Hier ist die nächste Luftstich. Ja, hier ist wieder so der Bereich, wo man keinen Damage bekommt, mit super Ausdruck nach hinten natürlich. Ja, hier ist dann die dritte Luftstich. Weiterer Ausdruck nach hinten mit den Türen, wo man keinen Damage bekommt, ein weiterer Aufgang. Und hier hinten ist dann die vierte Luftstich. Ja, und hier ist dann hier einfach gespiegelt der andere Teil. Der einzige Unterschied ist, dass man hier das Massivschild etc. nicht anmachen kann. So, und wir nehmen jetzt einfach hier mal außen die Leiter und gehen nach oben. Die Leiter haben auch überall Fallschächte. Ja, und hier sind wir jetzt auf der nächsten Ebene. Hier haben wir Loops, die sitzen eigentlich ziemlich nah über den Luftstichs, haben zwei Modi, einmal kann man den im normalen Luftmodus treffen, einmal kann man den auch aufs Dach treffen. Haben auch hier viel Delay zum Umstellen, ja, hier ist auch wieder so ein Platz, wo man kein Damage bekommt. Wieder ein Aufgang, hier ist die zweite, also es ist immer 4 Stück auf jeder Ebene, 4 Kanonen. Okay, hier ist die nächste, also die dritte und hier hinten kommt noch die vierte. So, und jetzt sind wir schon auf dem Weg in die letzte Ebene, wie gesagt, das Wargear ist komplett aus Endstone. Keine sonderlichen Funktionen, ist wie gesagt halt nur ein Fight Wargear, ja. Hier ist so eine Tür, hier kann man nochmal hinten so aufs Design kommen. Schutzstelle, wie auch immer man es nennen will, kann man hier einfach nochmal rausgehen. Ja, so, Tür wieder zu. Und wir gehen ganz nach oben. Okay, jetzt sind wir da. So, und jetzt sind wir auf der letzten Kanonenebene. Hier sind die Backsteps, haben wir auch insgesamt 4 Stück. Ja, die werde ich jetzt natürlich nicht mal zeigen wie die anderen Kanonen, weil es halt einfach teamtechnisch, weil die Backsteps sind auch alles andere als schlecht. Ich werde gleich nochmal einen Modi im Schusstest abfeuern. Ja, wir gehen hier einfach mal komplett durch. Ihr seht immer wieder den roten Bereich, wo man hingehen kann, damit man kein Damage bekommt. Ja, dann sind wir hier jetzt eigentlich schon auch wieder komplett durch. Ja, hier ist noch eine krasse TNT-Kiste und jetzt können wir hier auch aufs Dach gehen. Wie gesagt, die Backsteps haben auch eigentlich ordentlich Panzerung. Okay, jetzt sind wir hier auf dem Dach und würde sagen, jetzt fahren wir erstmal in einem Zeitraffer alle Schilder aus. So, ihr habt es gerade schon im Zeitraffer gesehen. Das Sandschild ist jetzt ausgefallen, genauso wie das Massivschild. Ja, das Massivschild ist nicht so schnell. Wir haben es mal getestet, ich glaube, es dauert 4 bis 5 Minuten. Deswegen kann man auch sagen, dass hier X11 kein Wargear ist, sondern so ein Marinesäure gebraucht, sondern eher halt wirklich für Fight Nights oder halt wirklich mal, wenn man so ein Teamfight macht, wo viele Leute da sind. Und genauso wie Fire Phoenix X7, das war das Wargear, was wir in der letzten
WGL benutzt haben in der 1.7 vor fast genau einem Jahr. Genau wie X7 hat es auch ein Design des Sunshine mit einem Phoenix, das seht ihr auch hier. Ja, das Massivfeld ist hier komplett aus Endstone, auch ein bisschen designt. Ja, und das hält auch schon ziemlich viel Schüsse, das hat auf jeden Fall ziemlich viel gerettet bei der Fight Night. Ja, hier oben haben wir noch ein Zweifaches-Artischild. Ist nur 6 Blöcke hoch, aber trotzdem mit dem Bowstead und alles, also das ist auch komplett gut für den Bowfight. Ja, und das vordere Artischild hat auch noch einen Fallschacht. Ja, und wir fahren jetzt nochmal live den Backstep-Schutz aus, muss einfach mal hier oben drauf drücken. So, super. So, ist jetzt kurz gedeckt und ist da ausgefahren. Ja, ihr seht ihn hier, sind zwei Ebenen, einmal hier doppelt und einmal einfach. Ja, und der Sinn eines Backstep-Schutzes ist eigentlich sozusagen der Artischild nur an der Rückseite. Und zwar das gegnerische Backsteps. Backsteps, die fliegen ja über das Arti, also wie eine Arti, schießen aber komplett hinter das Vorgier. Und dann schießen die einen Teil der Projektile von hinten gegen das Vorgier. Ja, und damit die Projektile nicht komplett an die untere Ebene fliegen und die Luft und die Luftschicht killen, haben wir den Backstep-Schutz und der hält halt die meisten Schüsse ab und sorgt dafür, dass die nicht so schnell nach unten kommen. Ja, jetzt haben wir echt alle Verteidigungsmöglichkeiten des Vorgiers ausgefahren. Ihr seht, es ist eine ganze Menge. Hier haben wir echt alles reingebaut, was wir können. Okay, und jetzt kommen wir auch erstmal zu dem Beschusstest. Aber als erstes droppen wir jetzt mal die Läufe. So, ja, jetzt droppen hier gerade alle Läufe. Das Automoment, super, jetzt ist es fertig. Ja, das geht zwar eigentlich auch. Wir fallen, wenn wir Luftschichten entbackt, aber hier kann man erstmal sehen, wo genau die Läufe sind. Und dann würde ich sagen, dann feuern wir mal alle Kanonen ab. So, ich habe jetzt alle Kanonen beladen. Wir feuern jetzt erstmal die Luftschichten in den drei Modis ab. Also hier haben wir einmal Luftstich, Stich und Artikel. Ich kann kurz nochmal was unser Taktik bei der Fight Night sagen, wie wir es gemacht haben. Da haben wir nämlich auch erstmal vier Leute in die Luftschichten geschickt. Und dann haben die vier Leute je mit ihrem Luftstich die drei Modi durchgehauen. Also einmal Luftstich, Stich und Artikel in der Reihe nach. Ja, und dann war ich erstmal schon der Gegner ziemlich weg. Und die anderen zwei, also einer, je nachdem wie viele wir gerade waren, waren noch an den Backsteps, haben damit schon ein bisschen geschossen und danach, als die Luftschicht durchfahren, haben wir uns so an die Luft- und Backsteps halt verteilt. Ja, aber ich würde sagen, wir fahren die Luftschicht auch in allen drei Modi ab und dann schießen wir jetzt erstmal im Stich. So, jetzt kommt hier die erste Luftschicht im Stichmodus. Ja, schöner Stich. So, jetzt kommen die zweite und dritte. Super. So, und jetzt kommt die letzte Luftschicht. Ja, hier, schau mal. Ja, das ist eindeutig alles Kanonenkill. Wir werden dann auch nochmal den Block replacen, dann könntest du aber besser sehen, dann fallen wir jetzt nochmal alle Kanonen im Luftstich ab. So, jetzt kommen die erste Luftstiche im Luftstich und jetzt kommen die zweite Luftstiche im Luftstich, ja. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Man kann auch noch kurz erwähnen, dass die auch massiv und Sandschild killen sind. Also kann man noch einstellen, ob die massiv und Sandschild killen sind oder nicht, aber jetzt haben wir gerade keins, deswegen passt es auch. Okay, dann fallen noch die letzten zwei Luftstiche im Luftstichmodus ab. So, das war die dritte und das war auch noch die vierte, super. Ja, jetzt haben wir schon 8 Löcher im Block und jetzt kommt noch der Artikel. So, das war der erste Artikelschuss und das war der zweite. Ja, sieht auch super aus, der Kanonenkill. Jetzt kommt noch der dritte und vierte. So, das war der dritte und das war der vierte. Super. So, jetzt haben wir den Luftschießen alles durchgeschossen. Natürlich haben wir noch Sprengkopf und alles hinterher und theoretisch. Ja, aber so sah halt dann auch mal manche Gegner in der Fight Night aus, wo wir es geschafft haben, alle Luftschießen durchzuschießen. Man kann schon sagen, dass der Gegner dezent weg ist. Und es waren nur die vier Luftstichs. Okay, und dann feiern wir als nächstes nochmal die Lufts ab. So, die erste Luft kommt hier. Und ich schieße hier schön in das Loch rein. Also wie gesagt, das sind halt mehrere Modis. Ja, und dafür kann man halt hier schon schön den Gegner aushöhlen. So, jetzt kommt die nächste, habe ich jetzt in dem anderen Modi. Genau, die trifft jetzt hier in der Mitte. Wie gesagt, das sind halt mehrere Modis. Passt auch super, kann man auch schon aushöhlen. Jetzt kommen die letzten zwei. So, ich habe einen in den mittleren Treffenmodus hier gemacht. Hier seht ihr schon. Und einen in den oberen Treffenmodus. Super, schießt hier rein. Okay, die ist jetzt nicht ganz reingeschossen, aber da kann man sich hier trotzdem noch reingraben. Aber ich würde jetzt mit den Kanonen reicht, glaube ich, ein Schuss. Und jetzt kommen wir jetzt aber zu den Backsteps. So, da kommt die erste. So, fliegen wir mal in das Vorgier. Hey, das ist der Damage. Also, Backsteps kann man, die machen eigentlich nie. Ihr könntet denselben Damage, das ist unterschiedlich. Aber ihr seht hier, hier kann man, hat man schon die mittlere und Teil der unteren Ebene auf jeden Fall gekillt. So, jetzt kommen die zwei mittleren Backsteps. Ja, ihr seht hier, die haben wieder ganz unten getroffen und noch einen Teil in der Mitte. Also die untere Ebene kann man auf jeden Fall auch schön treffen. Oder wie jemand den, wie man trifft, natürlich auch die obere Ebene. So, und jetzt kommt hier drüben noch die letzte Backstep. So, ja, die hat jetzt auch so in der Mitte getroffen, sogar ein bisschen nach oben. So, ich feuer gerade die Backsteps doch noch ein zweites Mal ab. Ja, die hat jetzt ein bisschen weiter oben getroffen. So, und jetzt kommen die drei restlichen Backsteps. So, und ihr seht schon hier, ich habe jetzt mit jeder Backstep zweimal geschossen. Einfach immer genau gleich geschossen. Ihr seht hier, damit konnten wir schon hier den größten hinteren Teil abdecken, weil die meisten Kanonen sitzen hier ganz hinten und auf jeden Fall ein Teil ist damit auf jeden Fall schon zerstört. Und wenn man auf jeden Fall noch so ein, zwei weitere Schüsse machen würde, hat man auf jeden Fall damit schon alle Kanonen, die hinten liegen, komplett gekillt. Und die haben auch noch einen normalen Arti-Modi und damit kann man auch nochmal aufs Dach schießen und sich normal runtergraben. So, und jetzt noch zum Ende replace mir noch einmal das Schadensbild, damit ihr das alles schön sehen könnt. So, jetzt haben wir es hier einmal komplett replaced, ihr seht es hier. Also hier die Luftschicht kann man echt ziemlich schön sehen und ihr seht ja auch, wie viel die Backsteps abgedeckt haben. Da muss ich noch ein paar bisschen laden.
Ja, und auch hier die Lups sind auch schön gut. Die sind, wie gesagt, wenn die Lups einen Schuss bringen, dann ist das schon mehrere Schüsse abfeuern und dann was sehen. Die können die auch ziemlich gut übersehen, halt, um den Gegner auszuhöhlen. Ja, leider hat keiner bei der Fight nicht aufgenommen. Schuppelt zwar gestreamt, das könnt ihr auch bei ihm auf dem Kanal anschauen, aber leider auch nur ein paar der Fights. Das heißt, hier ist einen kompletten Fight davon. Kann man leider nicht sehen auf YouTube, aber vielleicht, wenn ihr es wollt, auf jeden Fall ein Like da lassen und mal in die Kommentare schreiben. Dann werde ich vielleicht mal einen Fight von außen aufnehmen, werde ich mir mal ein paar aus meinem Team holen und dann mal so einen Fight gegen jemand anders machen und dann auch wirklich mit einem vollbesetzten Wargame mindestens so 4 Personen drin fighten. Das wäre dann auf jeden Fall, glaube ich, schon ziemlich nice. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Also wenn es ist, gerne eine positive Bewertung da lassen, dann werde ich auf jeden Fall öfter auch Wargear-Shows bringen. Weil jetzt durch die 1.10 habe ich hier wieder ein paar Wargears. Würde ich sagen, wir sehen uns am nächsten Mittwoch wieder und dann ciao, bis zum nächsten Mal.